Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter. Wir sind einem vorgestellt. Das ist Punk Wars und wir sind in Vorschau Nummer 3. Ja, hier ist unser Turm. Wir haben letztes Mal, glaube ich, hier auf dem militärischen Schießplatz gestanden, haben dann überlegt, ob wir die Einheit hier kreieren wollen, aber haben dann überlegt, dass das vielleicht hiermit gar nicht hinkommt. Wir würden zwei Wasser verbrauchen, dann hätten wir nur noch drei. Wir würden zwei Nahrung verbrauchen, hätten dann null. Und wir würden zwei Öl verbrauchen, nee, ein Öl verbrauchen und hätten dann nur noch ein. Das ist ein bisschen viel, denke ich. Das lassen wir mal besser sein. Und deswegen brechen wir das ab und machen das nicht. Nach dem Intro schauen wir dann mal weiter, was unsere Einheiten machen, ne? Würde ich sagen, bis gleich. So, dann sind wir hier drinne. Diese Einheit sollte dann schlafen gelegt werden. Hier sind dafür welche? Pazifikator ist das, okay. Und was haben wir hier oben? Das sind unsere Speer. Hier ist noch eine Einheit. Das sind Wächter von wem? Nicht von uns, ne? Ah, hier, da Atom. Okay, das bedeutet, wir ziehen mal diese hier dann definitiv damit hoch. Können aber nur einen Schritt gehen, dann machen Sie das mal. Die sind schon gezogen, oder was? Ja, die haben keine Punkte mehr. Die Speer können noch. Aber vielleicht sollen die Speer jetzt da nicht hinlaufen, oder? Was ist das hier? Aber warte mal, hier ist noch was. Dinge von einem Ort zum anderen gebracht, muss von einem Bauunternehmen abgerissen werden, bevor hier ein neues Gebäude errichtet werden kann. Also es ist wahrscheinlich nichts Besonderes. Da wollen wir da nicht reingucken, dann ist egal. Dann müssen wir nur überlegen, was wir mit unserem Speer anmachen. Aber vielleicht. Na, warte mal, wir machen die Speer und können einen vorgehen lassen, die mal Feind gesichtet. Okay, noch eine Einheit. Was ist das? Sandamazone. Okay. Ich kann aber nicht erkennen, welche Einheit das, welche Fraktion das ist. Ödland. Wahrscheinlich keine, sondern einfach nur Wastelanders. Okay, das heißt, wir können jetzt nichts machen. Atompunk macht irgendwas. Oh, da kommt eine neue Einheit. Oh. Ah, die Amazonen werden da angegriffen. Aber das sind, glaube ich, auch Speer, ne? Oh, die Amazonen haben zurückgeschlagen, wie man sieht. Ich bin dran. Also, das ist ja auch eine Speereinheit, ne? Ja, von den Am das. HP 0. HP 9 von 10. Okay, die sind schon mal angegriffen worden, aber jetzt doch nicht so dolle, ne? Und die können bis da oben hin. Und dann haben wir noch die hier. Die können 9 Einheiten gehen. Das sind 15. Da können sie nicht hin, weil schon mal die da stehen. Okay. Gut, dann können die nur bis dahin. Machen wir aber. Weil da oben brauchen wir Unterstützung, würde ich sagen. Und die Speer ziehen wir mal ein bisschen zurück, oder? Die können 9 Einheiten laufen. Dann laufen sie mal da besser hin. Verlieren will ich die jetzt nicht. Die konnten natürlich weit gucken, ne? Gehen wir weiter. Unser Turm, der würde Baumeister anheuern können oder noch mehr Speer. Schlafen, okay. Wir könnten jetzt überlegen, dass wir vielleicht ein bisschen ausbauen wollen, ne? Da brauchen wir noch einen Turm. Drei Wasser, ja, hätten wir. Und ein Wohnhaus, ja, dann können wir die doch bauen. Was ist das denn hier noch? Ach so, Zeit 2. Bauen wir die. Der blinkt zwar da, aber ach so, das war eine Einmalgebühr wahrscheinlich. Und nicht eine Rundengebühr. Naja, dann geht's. 444 geht ja noch. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Weiter. Das war's schon. Gut, dann nächste Runde. Was machen die Amazonen hier oben? Kommen die oder nicht? Da sind sie. Okay. Auf HP wiederhergestellt. Ich würde jetzt die erstmal hier hinziehen und von da aus angreifen.
Weil dann kann ich mit der anderen Einheit wohl wahrscheinlich noch da hoch und die Amazonen dann nochmal angreifen. Oh, shit, geht nicht. Ja, leider nicht. Ist aber nicht so schlimm, wir haben zwei Einheiten hier, das sollte schon besser sein dann, ne? Oder? Die können ja nicht angreifen, oder? Die können Ward spielen, okay, einen Wachturm machen, also Wache machen. Die haben noch mal eine Einheit, nee, oder? Das geht nicht mehr. Feuereinheit? Was ist denn eine Feuereinheit? Sofort, Ziel selbst, Bereich selbst, nehme die gewählte Einheit aus dem Dienst. Soll das feuere Einheit heißen? Wahrscheinlich, ne? Gut. Forschungsprojekt. Okay, Projekt abgeschlossen. Gasmasken sind gerade der letzte Schrei. Das waren die hier, ne? Dieselmotorkosten, Wissenschaftspunkte 10 für die Umsetzung verfügbar. Sie blieb in der alten Welt. Ziele, Pazifikator, Einheit, Aktion freigeschaltet sofort. Bewegungskosten minus 1. Ah. Was ist das? Ölraffinerie, Kostenwissenschaft minus 10, für die Umsetzung verfügbar, bessere Öl bedeutet bessere Explosionen, pazifische Einheit, Angriff plus 1. Vielleicht sollten wir langsamer vorangehen, aber ich mache das mal so. Aber die konnten ja nicht, ne? Die konnten auch nicht, genau. Das heißt, nächste Runde und wollen gucken, was die Amazonen machen. Ich hoffe, die gehen nicht hier drauf, weil die haben sie schon mal angegriffen. Die noch nicht. Wastelanders. Ah, die sind nicht doof, die Einheiten, ne? Ich bin dran. Wir gehen dahin und greifen von da aus an. Gehen dahin und greifen von da aus an. Und haben die zum Glück fertig gemacht, weil sonst wären wahrscheinlich unsere Späher dran gewesen. Wieso ist das jetzt hier? War das da vorhin auch schon? Drei, wir haben noch einen Punkt für die. Naja, das bringt uns also nicht weiter. Und die haben keinen Punkt mehr. Doch, haben auch noch einen Punkt, bringt uns aber auch nicht weiter. Können den Speer über die anderen drüber weglaufen? Sieht so aus. Können die noch mehr? Ja. Hier sehen wir aber nichts mehr. Gut. Die Einheit kann schlafen. Die Einheit kann auch schlafen. Was haben wir hier jetzt? Achso, das ist jetzt die Ölfeld, Wohnsiedlung, Forschungsabteilung und ein Turm. 10 Essen brauchen wir. Wir haben erst 8. Aber das ist nicht schlimm. Wir können mit den Einheiten ja erstmal irgendwo hinlaufen. Würde jetzt vorschlagen. Boah, das ist aber doof hier, ne, oder? Kann ich da unten auch bauen? Okay, dann gehen wir in zwei Zügen erst dahin. Ja, gehen wir erstmal dahin. Wenn ich jetzt die Einheit hier bauen will, ne? Kann ich noch nicht wegen dem Dingens. Dann lass das erst. 10 Wasser. Ja, komm, dann können wir noch eine bauen. Jetzt haben wir hier, naja, okay. Wir müssen unbedingt mehr Lager bauen. Das war's wohl, ne? Oder? Ja. So, schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Sieht erstmal entspannt aus, oder? Wehrturm. Grenznahes, leeres Sechseck. Bereich selbst. Wenn ich jetzt hier hingehe, ne? Kann ich da auch den Turm bauen? Kampf. Aha. Das heißt, das war ein Fehler. Na, machen wir es in der nächsten Runde.
Oder kann ich jetzt schon noch, kann ich jetzt noch auswählen? Wollen wir da einen Wehrturm? Ist er schon da jetzt dann? Sieht wohl so aus. Aber die Grenze ist jetzt auf jeden Fall größer geworden. Das ist das Wichtigste. Hier unten ist auch schon eine Mauer. Das heißt, wir können da weiterbauen. Wehrturm. Gut. Haben wir das mit dem Wehrturm? Das heißt, nächste Einheit ist dann der Speer. Dann gehen wir da mal hin. Ich weiß nicht, was das ist. Die zwei Türme. Wir haben Ruinen von zwei gehörigen Türmen, von denen in relativ gutem Zustand zu sein scheinen. Zu schi sein schienen. Das Speer hat einen von ihnen betreten und uns die Information über den nahegelegenen Standort auf der Karte geschickt. Unglücklicherweise ließ es beim Hin- und Unterklettern seinen goldenen Ehering fallen. Als er auf den Boden aufschlug, zerbröckelte etwas in den Innern und brachte beide Türme zum Einsturz. Der Speer der arme Hollum wurde mitgenommen. Ich dachte, das wäre Gollum gewesen. Das ist kostbar. Okay. Wenn man seltsames Schwerbewohner der Einheit gesichtet, zu sagen, dass sie aggressiv aussehen, wäre eine Übertreibung. Sie sind mit schweren Stahlstacheln ausgerüstet und tragen ein bizarres Symbol in Form eines roten Totenkopfes, was das feindselige Bild noch verstärkt. Die klare militärische Disziplin, die sie an den Tag legen, lässt vermuten, dass es sich nicht um irgendwelche Ödlandbanditen handelt. Wir sollten so viel wie möglich über sie herausfinden und um unsere Möglichkeiten abwägen. Irgendwas sagt mir, dass das ein harter Kampf werden kann. Ein Präventivschlag würde zu unserem Vorteil sein. Alle Einheiten mit diesem Symbol müssen bei Sichtkontakt vernichtet werden. Ach, endlich ein würdiger Gegner. Rote Tötung. Dieses Symbol bedeutet Ärger. Alle Einheiten. Nee, das muss ich jetzt nicht machen. Ich denke mal, wir machen das. Ein würdiger Gegner. Ist das unser Lager jetzt? Aha, das ist die Gegenseite sozusagen. Das ist hier, ne, oder? Ja. Okay. Speer. Hier kannst du keinen Turm bauen, um das zu errichten. Okay, will ich auch nicht. Zivile Einheit. Und das sind jetzt hier diese Totenkopfleute. Keine Ahnung. Sichtweite plus 5. So. Unsere Einheit ist aber da. Und die sind alle hier oben. Das ist die Frage, was wir machen mit unseren Speeren. Wollen wir da jetzt nicht hochlaufen, denke ich. Die können wir schon aus dem, obwohl da wird es weit. Nee, lass mal. Die nehmen wir aus dem Spiel. Also nicht aus dem Spiel nehmen, aber die können wir gleich hier irgendwo wieder hingehen. Ist das 9 von 9? Ich glaube ja, ne? Ah, okay, die konnten nicht mehr weiter, oder? Neuer Schutzpunkt hier könnte sehr nützlich sein. Sieht euch diesen Turm an. Er ist in schlechtem Zustand, aber sieht so aus, als könnte man ihn noch retten. Mit etwas Arbeit können wir für ihren Zwecke nutzbar machen. Ich schlage vor, einen unserer Baumeistereinheiten dorthin zu schicken. Er soll in der Lage sein, aus dieser Ruine einen voll und funktionsfähigen Fertigungsturm zu bauen. Nehmen wir. Ich weiß nicht, warum das darüber springt. Ist das hier dann? Rampe. Altes Lager. Uranquelle, Stahlquelle, Zitadelle. Das ist, denke ich mal, schon die Sechseck. Also doch ein neuer Baumeister. Und das sind hier Speer von der anderen Fraktion. Die mit den Totenköpfen. Das bedeutet, was machen wir? Gute Frage, ne? Die anderen sind erstmal dran. Wo wird geschossen? Da unten? Wäre gut, wenn die sich gegenseitig bekriegen. Doofs, wenn wir. Unsere Einheit ist weg. Oder? Haben die von da oben runter geschossen? Könnte sein, weiß ich aber nicht. Ich habe die in Schlaf versetzt. Das ist nicht gut. Ich wollte nur eine Runde aussetzen, wahrscheinlich.
Okay, die Speer kommen runter. Wir müssen bessere Einheiten auf jeden Fall dafür haben, denke ich. Hier sollten wir einen Baumeister machen, oder wie war das? Aber wir haben schon eine Baumeistereinheit, das ist schon mal toll. Dann geh du mal dahin. Und dann. Hier brauchen wir nichts machen mehr, glaube ich. Hier ist der nächste Turm, da könnten wir wieder eine Baueinheit machen. Bringt mir aber jetzt gerade nichts, oder? Oder doch, machen wir. Ah, 15, 15, 15. Durch den Turm haben wir mehr. Alles klar. Diese Einheit schläft jetzt. Das möchte ich aber gar nicht mehr. Wir brauchen die, weil da oben irgendwas verloren gegangen ist, glaube ich. Das machen die, die. Was haben wir denn hier auf dem Feld? Wasser. Aber wir müssen nicht da suchen, wir müssen hier suchen, ne? Forschungspunkte, Wasser. Hier ist der Bodeneinheit, können sich hier ab und bewegen. Das können wir da nix. Forschungspunkte ist da zu holen und Wasser. Wasser brauchen wir eigentlich schon nicht mehr. Wir brauchen jetzt tatsächlich andere Dinge. Eine Runde weiter. Kurz gucken, ob unsere Einheit angegriffen wird, weil da habe ich nicht drauf geachtet. So sieht's aus. Die greifen unsere Einheit an. Das heißt, wenn die uns angreifen, können wir auch die angreifen, ne? Dann laufen wir mal dahin und hoffen, dass wir da nicht mehr angegriffen werden erstmal. Wäre schön, wenn man die regenerieren kann. 6 von 10. Geht aber wohl nicht. Also nicht so, wie ich es wüsste. Nächste Einheit. Sind hier die Baumeister? Die haben sowieso noch den Auftrag, da lang zu laufen. Können jetzt nichts mehr. Nächste Einheit sind die Späher. Die laufen mal dahin. Und finden dann diese. Und die sind was für welche? Auch Späher. Das ist egal dann. Nächste Einheit sind die noch. Aber die können noch eingehen. Wütender Mob. Da waren wir schon. Können wir weitermachen? So, jetzt müssten wir hier noch eine Baueinheit machen. Können wir auch. Die Ressourcen werden wir haben. Nächste. Sind wir schon fertig? War hier nicht noch was? Also, die läuft schon. Die läuft auch schon und die läuft auch schon. Okay, dann sind wir da fertig. Aber ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.